Hallo, wir spielen jetzt Minecraft, also Minecraft Technik Pack. Ja. Oh, nein, schlechte Welt. Löschen. Das ist ja mal ein guter Name. Das heißt, ich werde euch Sachen zeigen. Ich werde nicht probieren, Survival zu spielen. Denn ich habe herausgefunden, dass das sehr lange dauert. Und das schon vor einiger Zeit. Ja. Danke. Das ist ja geil. So, jetzt habe ich meine Setups schon alle bereit. Und los geht's. Wo bin ich jetzt? Ein Hirsch? Ach ja, Hirsche, hier gibt's ja Hirsche. Ach ja, die machen ja scheiß Geräusche. Sekunde. Wo bin ich am liebsten? Suche ich mal auf der Karte. Das ist doch perfekt. Ich suche für eine Sekunde auf der Karte und finde das Perfekte. Jo, dann lassen wir mal anfangen. Was ist denn hier los? Ach, diese Dinge. Ungewöhnliche Miststücke. Tut mir leid. Ich zeige euch, wie man eine Quarry. Ich zeige euch heute, wie man auf Technik eine Quarry-Anlage baut. Ich werde leider nicht zeigen, wie ihr die einzelnen. Was ist das denn? Wie ihr die einzelnen Teile für die Anlage bekommt. Doch, ich werde euch zeigen. Irgendwas stimmt hier nicht. Ach ja, tut mir leid. Den brauche ich höchstwahrscheinlich nicht. Ich bin gerade dabei, meine Sachen vorzubereiten. Tut mir leid. Den brauche ich. Der ist schön. So. Eine Quarry-Anlage. Zuerst, natürlich, was benötigt man? Den Quarry. Den hat man hier. Und zu um diesen Quarry. Man kann entweder die Normalgröße lassen. Das ist in diesem Fall so. Das ist dann die Größe, die er ausmietet. Oder man kann sie selbst einstellen, indem man. Was ist denn jetzt? Gleich habe ich es. Noch immer nicht die richtige. Wo sind die Marken? Tut mir leid, ich muss gerade danach suchen. Okay, das ist nicht normal, dass die jetzt nicht hier drin ist. Ah, da ist sie ja. Ich stelle mein Zoom her. Also so eine Landmark.
Ich nehme einen raus. Gehe ich auf. Keinen Safe. Ist auch gut. Dann mache ich das so. Ich nehme den Quarry. Platziere hier etwas. Sekunde, ich mache die Qualität etwas besser. Dann könnt ihr auch besser zuschauen. Ja, dann platziert ihr hier noch eine. Nein, hier. Nicht vergessen, ihr müsst auch eine oben platzieren, sonst geht das nicht. So. Dann. Eins. Zwei. Drei. So, und dann so. So. Ups, falsche Höhe. Das tut mir sehr, sehr leid. Das wusste ich gar nicht, dass ihr das so macht. So, ihr seht ja, das ist viel größer als vorher. Ich zeig's euch nochmal. Bei Weißu. Jetzt wird er so. Den mache ich wieder weg. Natürlich bekommt ihr alle Torches wieder zurück. Das ist auch sehr gut. Die Schema ist jetzt so eingestellt. Jedoch müsst ihr ihn erst verbinden mit den, also ihr könnt nehmen was ihr wollt, aber also die Redstone Engines gehen nicht darauf, denn also die Redstone Engines sind, oh mein Gott, habe ich jetzt Quatsch gemacht, ich beginne lieber von vorne, tut mir leid, ich mache eine Pause und dann geht's gleich weiter. Hallo, tut mir leid für die Unterbrechung. Also, ich hatte ja was abgebrochen und das wollte ich jetzt wieder reparieren. So. Ich beginne jetzt hier meinen Quarry. Und, alles, also wenn der Quarry gebaut wird, wird er alles abreißen, was innerhalb dieses Dings hier steht. Das heißt, das bekommt ihr nicht wieder, was hier drin steht. Alles, was innerhalb dieses, Rechtecks steht, bekommt ihr nicht wieder. Das heißt, besser, wenn ihr Bäume da drin habt, sie abholzen, denn so oder so werdet ihr sie nicht wieder bekommen. Ich holze sie nur jetzt ab, da sie mich hindern. Ihr könnt das auch nochmal zu, also selbst austesten. So. Ich weiß nicht, ob jeder es so macht, aber ich baue meinen immer. Mein Quarry mache ich immer so, dass ich gerne elektrische Sachen benutze. Dafür müsst ihr auch schon im Nether gewesen sein, glaube ich. Und es wird sehr viel Zeit. Ich werde hier jetzt mal kurz etwas machen. Das dauert nicht allzu lange. Um
wo ist denn jetzt wieder das Stück hin? Wisst ihr das, was ich vorhin gesagt habe? Hier kann es nicht sein. Es tut mir leid, ich muss gerade danach suchen. Tut mir sehr, sehr leid. Ich will das Video hier jetzt nicht unterbrechen. Da ist es ja. Ich bin etwas blöd. Also. So, mach's Tag. Sticktag. Dann werde ich hier mal die Gegend aufholen. Wieso ich jetzt nicht sofort beginne, ist, dass ich einfach mag, wenn alles sehr schön und sauber aussieht. Das heißt, hier wird erstmal so begonnen. Dann werde ich beginnen zu bauen. Das dauert nicht allzu lange. Ich werde das hier nur mal markieren. Und die Hauptfläche, die ich jetzt benötige, wird angezeichnet. Wenn ihr Fragen habt für das nächste Video, also, oder ich werde nämlich auch andere noch weitermachen, wenn ihr wissen wollt, wenn ihr weitere Sachen wissen wollt, fragt sie nach. Ich werde dann Videos darüber machen. Wenn ich nicht darüber weiß, wird es vielleicht eine Woche mehr dauern, aber dann werdet ihr das Video schon bekommen. Ja. So, beginnen wir mal. Also, wie gesagt. Es gibt drei verschiedene Sorten von Engines. Einmal Redstone Engine. Combustion Engine, nicht den einmal Steam Engine, tut mir leid, und einmal Combustion Engine. Da sieht man, dass die Combustion Engine wird mit Fuel betrieben und hinten stellt man aus Öl her. Die Steam Engine wird mit Kohle betrieben und die Redstone Engine, tut mir leid. Ah! Natürlich, ich bin ja so doof. Man kann das nicht zusehen, aber die Redstone Engine wird mit Redstone Signal betrieben, das heißt, die braucht keine Ressourcen, jedoch ist sie sehr schwach und die anderen sind etwas stärker. Mit der Redstone Engine kann man kein Quarry betreiben, also und mit der Steam Engine schon, mit der Combustion Engine auch. Der Vorteil einer Redstone Engine ist, sie ist nicht explosiv. Wenn ein Steam oder eine Combustion Engine rot werden, können sie explodieren. Die Combustion eher als die Steam und die Redstone, wenn sie rot wird, ist sie einfach nur auf volle Leistung. Deshalb würde ich vorschlagen, für Rohre, Redstone Engines und für Anlagen, die stark brauchen, immer nur Steam Engines, mehrere. Da diese sehr explosiv sind. Also, ich finde die beste Anzahl, Mist. Ich gehe noch mal raus. Tut mir leid, ich habe schon wieder den Quarry abgebaut. Es ist sehr dumm. Ich muss besser aufpassen. Also. Ja. Ich werde ihn noch nicht anschmeißen, aber also dieser wird mit Kohle betrieben. Ihr müsst auch immer aufpassen. Es gibt verschiedene Stufen der Antreibung. Ich zeige das mal in der Redstone Engine. Das wird einige Zeit dauern. Das heißt, ich muss immer wieder zurückkommen, um euch das zu zeigen. Aber, tja, tut mir leid. Ich kann nichts antreiben, solange nichts angeschlossen ist. Ich treibe mal einfach das hier an. Oh. Nein, geht nicht.